einsamen Insel ausgesetzt. Die wird für den Wissenschaftler und Künstler experimentierfähig und spielwiese. Mithilfe eines poetischen Monsters und eines Luftgeistes gelingt es ihm, einen Sturm zu beschwören, der ihm alle seine Feinde als Schiffbrüchige auf die Insel spielt. Shakespeare, der Sturm. Die Premiere am Staatstheater Kassel, Samstag, 12. September, 19. Uhr. HR2 Kultur. Nachrichten. 17 Uhr. Corona-Regeln in Offenbach werden ab morgen wieder gelockert. Wieder Massenproteste in Belarus gegen Präsident Lukaschenko. Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt gewinnen 5:1 gegen Bremen. Das Wetter, Sonne und Wolken im Norden auf Schauer bis 20 Grad. Mein Name ist Martin Schlaf. Weil in Offenbach die Corona-Zahlen zuletzt wieder stark zurückgegangen sind, werden die Hygieneregeln ab morgen gelockert. Das hat die Stadt mitgeteilt. Im August hatte die wichtige 7-Tage-Inzidenz noch bei über 50 Menschen gelegen. Jetzt ist sie auf 17,9. Den Schulunterricht müssen wir noch keine Masken mehr tragen. Auch die Sperrstunde auf Mitternacht wird aufgehoben. Kontaktsport ist bei Beachtung der Hygieneauflagen wieder möglich. Das gilt auch für den Schulsport. Bei öffentlichen Veranstaltungen sind wieder die Zuschauer. Keine Beschränkungen bleiben in Kraft. Wer im Hauptsache im Kapitän Restaurant muss weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Trotz eines Demonstrationsverbots haben in Minsk wieder zehntausende Menschen gegen den Rücktritt des belarussischen Präsidenten Lukaschenko protestiert. Die Teilnehmer ziehen seit dem Mittag durch die Stadt Sicherheitsvorschriften mit gepanzerten Wagen und einem Großaufgebot. Christina Nagel. Auch heute wurden bereits Dutzende Aktivisten zum Teil mit Gewalt in Gewahrsam genommen. Es gab Verletzte. Einige mussten ärztlich behandelt werden. Das Innenministerium hatte die nächste Woche noch einmal ausgedrückt, die Teilnahme an der Nicht-Klinik-Bahn. Alle Plätze waren im Vorfeld des Protestmarsches mit Stacheldraht und Gittern abgesperrt worden. Bereits der 5. Protest war noch in Folge. Der Brand auf dem Tankschiff New Diamond vor Sri Lanka ist gelöscht. Ein Marinesprecher sagte, die Löscharbeiten wurden sicherheitshalber fortgesetzt, um ein Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern. Ernst Musko Rotschmann. Am Donnerstag war die Feuer nach einer Explosion im Maschinenraum der New Diamond ausgebrochen. Die Hitze hatte den Angaben zufolge bereits Risse an den Schweißbällen des vollgeladenen Öltankers verursacht. Die Rolle der Flagge Panama fahrende Schiff war von der Indian Oil Company gezeichnet worden und mit mehr als 270.000 Tonnen Rohöl auf dem Weg von Kuwait zum indischen Hafen Paris. Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben zum Auftakt der Bundesliga-Saison einen Sieg geholt. Gegen Werder Bremen stand es am Ende 5:1 für die Mannschaft aus Hessen. Für sie war es das erste Spiel im Eintracht-Prozess, nachdem sich der erste FC Frankfurt im Sommer Eintracht Frankfurt angeschlossen hat. Radprofi Tadej Pogacar hat die 9. Etappe der Tour de France gewonnen. Nach 153 Kilometern von Pau nach Florence